So, grüß euch, servus. Heute zeigen wir euch unsere Safety Squad Bar der Firma Rogue. Das Ganze ist eine Specialty Bar, nennt sich sowas, also eine spezielle Stange für einen speziellen Nutzen. Die Stange lässt sich, beziehungsweise der Nutzen davon lässt sich eher vergleichen mit einer Frontkniebeuge. Da gehe ich aber gleich auch nochmal drauf ein. Jetzt bitten wir mal den Daniel gleich her zu kommen. Vorab wichtig, die Stange wiegt 31 Kilo. Und auch wichtig ist, dass ihr sie gleich richtig ins Rack reinlegt. Wenn der Daniel jetzt hier das mal so locker lässt, wenn ihr praktisch die Stange einfach nur ins Rack reinlegt, dann seht ihr schon, dass sie in eine gewisse Richtung möchte. Und in diese Richtung wollt ihr dann unten auch reintauchen. Genau. Jawohl, der Daniel legt sie sich locker auf den Nacken. So, und wenn man jetzt mal direkt von der Seite schaut, wenn man mal direkt die Linie durchzieht, dann haben wir hier eben eine sehr spezielle Form, weil die Stange nämlich direkt über seiner Schulter verläuft. Also das ist im Prinzip so ein Mittelding aus einer Frontkniebeuge, wo die Stange ja etwas weiter vorne liegt, und einer Halberkniebeuge, wo der Schwerpunkt eben hinten auf seinem Rücken liegt. Und hier ist es wirklich direkt genau durch, was eben den Bewegungsablauf ein bisschen besonders macht. Ich würde es aber eher vergleichen eben mit einer Frontkniebeuge. Das Schöne daran ist eben, dass man hier auch diese Arme nach vorne hat. Das heißt, man kann einfach sich hier hinstellen und muss nicht weiter irgendwie oben die Stange stabilisieren. Das ist nämlich zum Beispiel für Leute ganz praktisch, die irgendeine Handverletzung haben oder eine Schulterverletzung und somit locker und easy hier beugen können. Und der Daniel führt jetzt einfach mal ein bisschen die Bewegung aus. Jawohl. Wir sehen, dass er eben auch hier sehr, sehr aufrecht bleiben kann. Ähnlich eben wie bei einer Frontkniebeuge oder Halberkniebeuge. Jawohl. Sehr schön. Gut. Geh mal rein. Genau. So. Einmal möchte ich noch kurz zeigen, was passiert, wenn der Daniel eben die Stange falsch rum rausnimmt. Geh mal andersrum rein und versuch dich dann reinzuzwängen. Jawohl. Und dann sehen wir nämlich hier, dass eben diese Arme, wo das Gewicht drauf hängt, extrem nach vorne verlagert ist. Also da wird es dann wirklich sehr, sehr schwierig, eine schöne Kniebeuge auszuführen. Deswegen wirklich immer darauf achten, dass eben die Stange richtig im Rack drin liegt. Danke, kannst wieder rein. Jawohl. Ja, da die Stange 31 Kilo schwer ist schon, wenn ihr die Stange nicht alleine ins Rack reinbekommt, fragt bitte einfach uns als Trainer, oder wenn wir nicht da sind, einfach nett andere Leute fragen, weil das Ding ist echt ein Biest, um es in das Rack reinzubekommen. Und ich würde auch empfehlen, das Ganze dann im Rack eben auszuführen. Wir haben es jetzt nur, um eben schön alles zeigen zu können, außerhalb vom Rack gemacht, weil es eben hier keine Möglichkeit gibt, die Stange dann eben nach hinten wegzuwerfen, weil sie eben wirklich auf der Schulter drauf liegt. Deswegen wirklich mit den Safeties arbeiten im Rack drin. Ja, das war unsere Safety Squad Bar der Firma Rogue.